Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Faszien Meets Pilates mit Rolle. Hol dir einfach eine Rolle. Ich habe eine luftgefüllte, das heißt eine ganz weiche zum Draufknien und Liegen. Wenn du gar keine Rolle hast, dann hol dir ein Kissen oder eben irgendeine Rolle, die du da gerade hast. Richte dich auf, nimm dein Kissen oder die Rolle gleich mal zwischen deine Unterschenkel und jetzt darfst du schon ein bisschen enger deine Füße zusammenstellen, sodass du leichten Druck auf die Rolle ausüben kannst. Und wenn du diesen Druck aufbaust, dann merkst du, dass deine Innenseiten aktiv werden. Die inneren Oberschenkel, Becken, Boden, Zwerchfellanteile bis rauf zu unserem Gaumen aktivieren wir unsere aufrichtenden Strukturen. Also vielleicht merkst du, wenn du einen leichten Druck gibst, vor allem mit den Fersen, dass du dich gleichzeitig auch aufrichtest. Deine Hände nimmst du zuerst mal auf deine Rippenbögen, überkreuzt. Du atmest durch die Nase ein in Pilates und wenn du ausatmest, dann ziehst du jetzt ganz sanft mit deinen Händen deinen Brustkorb zusammen. Einatmen, Rippenbögen heben und ausatmen, durch den Mund die Rippenbögen senken. Zuerst einmal deine Atmung spüren. Und nimm auch wahr, wenn du einatmest, dass deine Schultern tief bleiben. Also versuch wirklich, den Nacken zu entspannen. Und mit deinen Händen dir da die Ausatmung zu erleichtern, die Bewegung bei der Ausatmung zu unterstützen. Jetzt lässt du deine rechte Hand an der linken Seite, löst deinen linken Arm, atmest einen Sinnarm nach oben. Spür, was passiert mit deinen Rippenbögen. Atme aus und senke. Merkst du, wenn der Arm hochgeht, dann heben sich auch die Rippenbögen. In deinem Tempo. Das Ganze natürlich auch mit der anderen Seite. Einatmend hoch, Schulter tief und aus. Nächsten Einatmen nimmst du jetzt beide Arme nach oben und ausatmen wieder tief in deinen Atemrhythmus. Mach genau diese Bewegung mal weiter und stell dich jetzt vor deine Rolle. Das heißt, du stehst hüftschmal vor der Rolle und spür vielleicht noch, als hättest du die Rolle noch zwischen den Unterschenkeln oder zwischen den Füßen. Spüre deine Aufrichtung. Jetzt senke noch einmal deine Arme und versuch mit dem nächsten Einatmen nochmal Arme hochzunehmen und beim Ausatmen hebst du jetzt ein Bein nach oben. Einatmen hoch, gleich die andere Seite, ausatmend heben, einatmen, hoch. Spür, wenn du auf einem Bein stehst, wie ganz von selbst dein Powerhouse aktiv wird. Und irgendwann, wenn dann dein rechtes Bein oben ist, dann lässt du dein rechtes Bein oben, bleibst hier, machst ganz kleine Einatembewegungen nach vorne, 4-5 Mal einatmen durch die Nase und 4-5 Mal aus, durch den Mund ein. Zwerchfell kräftigen. Gleichgewicht trainieren, letztes Mal noch. Bleibe jetzt hier, mach einen großen Schritt mit deinem rechten Fuß über deine Rolle. Nimm deine Hände an deinen Kopf und jetzt setzt du deinen Fußrist auf der Rolle
ab und versuche, deine Rolle nach hinten zu schieben. Und wenn du nach hinten schiebst, öffnest du dein Brustbein. Und wenn du wieder zu dir rankommst, machst du dich rund, atmest aus. Atme ein, richte dich auf, heb dein Brustbein und atme aus. Es darf wackeln, wenn du wackelst, trainierst du dein Powerhouse. Jetzt bleibst du noch einmal geöffnet. Nimmst deine Arme nach vorne, Handflächen zur Decke und jetzt mutig zurückrollen, ausatmen, Schultern tief. Schieb dich nochmal nach oben, atme ein. Löse deine Arme nochmal aus. Powerhouse aktiv. Und hoch. Wenn es nicht geht, setz deine Fußspitze hinten ab und senke dein Knie in Richtung Boden. Oberschenkelkraft. Bleib jetzt hier unten. Setz deine Hände nach vorne ab. Knie ist über deiner Ferse. Und jetzt zieh dein Knie ran, das linke, und streck nochmal. Spür die Dehnung im Hüftbeuger. Und jedes Mal, wenn du nach hinten gehst, wirst du länger. Halte hinten, linke Hand auf den Boden, rechte Hand zur Decke und jetzt zieh dich lang. Deine Fußspitze zieht nach hinten, deine Hand zieht nach oben. Und mit dem Ausatmen nimmst du jetzt deinen rechten Ellbogen Richtung linke Hand und beugst dein linkes Knie. Nochmal ein, streck dich lang, spirallinige Verdrängung und aus, rund. Einatmen. Noch einmal. Bleib hier und setz noch mal deine Hand hier nach vorne ab. Stell deinen Fuß hinten auf. Die Rolle etwas näher rollen lassen, heb den Fuß etwas näher ran und jetzt schiebst du dein Brustbein Richtung Oberschenkel. Beug dein Knie, setz es auf die Rolle ab und noch einmal ausatmend, Ferse tief, einatmen, runter, aus. Bleib dann mit deinem Knie, also knapp unterhalb vom Knie, auf der Rolle. Atme ein, streck deine Arme nach oben, mach dich ganz lang. Brustbein heben. Und jetzt versuchst du, wieder Druck mit dem Fuß zu geben. Du atmest aus, schiebst dich hier nach oben. Einatmen, nochmal tief und aus und ein. Sie wegrollen möchte, roll sie einfach nochmal hin. Und dann bleibst du unten, bleibe hier. Setz deine Hände innen neben deinen rechten Fuß und jetzt schieb dein rechtes Bein nach hinten und zieh dein Steißbein Richtung Decke. Mach deinen Rücken so richtig schön lang. Du darfst auch rechts und links mal lang ziehen, strecken.
Fastenden. Kommst du mit den Händen näher zu deiner Rolle, schiebst dich auf die Füße, Powerhouse aktiv und roll dich über deine Körpermitte, Wirbel für Wirbel nach oben. Richte dich auf, Schultern locker lassen, sehr schön. Noch einmal einatmen nach oben. Mit dem Ausatmen hebst du jetzt dein linkes Bein. Ein und aus. Gleich nochmal. Vielleicht merkst du jetzt schon, dass du stabiler stehst. Und dann halte dein linkes Bein oben. Atme ein, Handflächen nach vorne, aus, ein, aus. Star wackeln. Letztes Mal. Und setze deinen Fuß jetzt über deine Rolle. Richte dich nochmal auf, heb dein Brustbein, nimm deinen Fuß, Rist auf die Rolle, Hände hinter den Kopf, streck dein Bein nach hinten, atme ein und beuge und atme aus. Einatmen, Brustbein öffnen und ausatmen, rund werden. Bleib hier hinten, langes Bein, Arme nach vorne und jetzt ausatmen, mutig nach hinten. Einatmen, aufrichten, gleich nochmal. Powerhouse aktiv. Wenn es nicht mehr geht, bleib einfach unten. Und jetzt bleiben wir wirklich unten. Stopp. Setz deine Hände nach vorne und schieb dein Bein ganz weit nach hinten und zieh nochmal ran. Richtig zurückschieben. Hüftbeuger, Dehnung spüren und ran. Bleibe jetzt hier, rechte Hand auf den Boden, linke Hand nach oben, mach dich lang, öffnen und mit dem Ausatmen tauchst du ein und nimmst deinen linken Ellbogen Richtung Hand, rechtes Knie ranziehen, lang werden. Einatmen. Dein Tempo. Halte noch einmal hier oben. Streck dich. Und setze noch einmal deine Hände ab. Fuß etwas näher ran. Und deine beiden Beine strecken. Brustbein Richtung Oberschenkel. Nochmal einatmen. Wieder beugen. Nochmal strecken. So weit, wie es geht. Noch einmal. Knie beugen, knapp unterhalb vom Knie auf die Rolle.
und richte dich hier auf. Heb dein Brustbein wieder, mach dich lang, lass deine Schultern tief. Jetzt atmest du aus, drückst dich nach oben. Beine strecken, Gesäßhälfte schiebt dich hier nach oben. Nochmal wieder tief ein und aus. Ganz egal, wo die Rolle jetzt hin möchte. Und beim nächsten Mal bleibst du unten. Setz deine Hände nach vorne ab. Zwischen oder rechts neben deinen Fuß. Komm deinen linken Fuß, nimm ihn zurück und schieb dich hier noch einmal mit deinem Steißbein zur Decke. Kannst noch mal deine Beine strecken, mal etwas beugen und strecken im Wechsel. Die ganze Rückseite aufdehnen. Und dann einmal beide Knie noch mal absetzen und auf die Fingerspitzen kommen. Jetzt versuche, deine Beine oder Knie hüftschmal hier zu haben, so dass ein Fuß dazwischen Platz hat. Und du richtest dich langsam auf, bis deine Fingerspitzen an den Oberschenkeln sind und bis du dich ganz aufrichtest. Löse deine Schultern, nimm die Handflächen nach vorne. Und jetzt drückst du im Wechsel rechts und links deine Knie nach unten. Das heißt, du schiebst einmal die rechte Hüfte tiefer, einmal die linke. Genau, also wirklich nur hin, her kippen, schrägen Bauchmuskeln spüren. Jetzt kommt die Sonne zu uns. Dann bleibst du, ziehst deine Schultern bewusst nach hinten, noch einmal wieder nach vorne, ganz bewusst nach hinten und wieder nach vorne, aufmachen und zu. Dann lässt du deinen Brustkorb offen, bleib hier und geh mit deinem Brustbein ganz leicht ein Stück nach vorne. Komm dann vorsichtig wieder hoch, dein Gesäß schiebt dich an. Gleich nochmal. Es darf wackeln. Wenn du wackelst, trainierst du automatisch deine Stabilisatoren im Rumpf und festigst dein Fasziensystem. Faszien machen dich einerseits elastisch, beweglich, andererseits geben sie dir aber auch Stabilität. Und mit wackeligem Untergrund trainieren wir genau beides. Also trainieren wir natürlich vor allem jetzt diese Stabilität, aber mit weichen Bewegungen trainieren wir auch die Elastizität. Letztes Mal noch. Geh nur so tief, wie du das Gefühl hast, du kommst auch gut wieder nach oben. Und entspann dich, setz dich zurück, nimm die Rolle nach vorn und jetzt schieb mal deine Hände ganz weit nach vorne, streck deinen Rücken, atme aus und werde rund. Einatmen, lang werden und aus, rund. Dein Rücken freut sich. Und spreiz auch deine Finger. Versuch wirklich deine Hände so richtig zu spreizen. Und noch einmal. Dann holst du dich nach oben. Die Rolle einmal drehen, sodass du jetzt dich drauflegen kannst. Rutsch ganz nach vorne, ganz ans Eck. Ich rutsche noch ein bisschen. Mal kurz mein Mikro ein bisschen verstellen. Und zwar solltest du mit deinem ganzen Körper
drauf liegen. Also ich rutsche noch ein Stück zurück, so dass du dich jetzt abrollen kannst. Oberschenkel fassen und dann müsste dein Kopf liegen können. Liegt er? Dann liegst du richtig. Und was sein darf, dass der Rücken hier in eine leichte Lordose kippt. So ist ja die Wirbelsäule auch gekrümmt. Und jetzt darfst du auch gerne einmal nach rechts und links rollen, so ein bisschen dich wahrnehmen, wie fühlt sich's an. Und dann stellst du deine Fersen auf, und zwar hüftschmal. Fußspitzen zeigen in Richtung Decke. Aktivier dein Powerhouse, zieh den Bauchnabel sanft nach innen, nimm die Arme zur Decke nach oben. Schultern ganz tief sinken lassen. Mit dem nächsten Ausatmen versuchst du jetzt dein rechtes Knie und deinen linken Arm nach außen sinken zu lassen. Einatmen, wieder hoch und dann mit der anderen Seite. Rechte Hand, linkes Knie. Einatmen, wieder hoch. Spür deine Körpermitte, dein Powerhouse. Und versuch, das andere Knie wirklich ganz stabil stehen zu lassen. Super Übung für deinen tiefen Bauchmuskel, für den Beckenboden. Aber mach in deinem Tempo. Nase ein und Mund ausatmen. Letzten Male noch. Bleib in der Mitte oben. Jetzt heb deinen Kopf, nimm deine Füße wieder ganz nach unten und roll dich hier nach oben, bis du zum Sitzen kommst. Das müsste jetzt ganz gut funktionieren. Nimm die Rolle ein Stück weiter weg und leg dich noch einmal gemütlich mit deinem Rumpf drauf. Öffne deinen Rumpf, deinen Brustkorb. Lass auch deine Fußsohlen schließen, die Knie nach außen kippen lassen. Dehn deinen Bauch. Genieße hier wirklich, dich aufzumachen, deinen Beckenboden zu entspannen, deine Bauchmuskeln aufzudehnen. Mit dem nächsten Ausatmen schließ noch einmal die Knie. Arme vor sich nach vorne, deinen Kopf anheben und deine Rolle nach vorne ziehen. Und jetzt klemmst du dir sie einmal in deine Kniekehlen. Richte dich auf im Brustbein und versuche, deine Fußspitzen einmal schweben zu lassen. Du kannst, wenn du möchtest, jetzt nur deinen Rücken runden und wieder aufrichten. Wenn du schon öfters mitgemacht hast, dann kannst du mal probieren, einatmend tief zu rollen und ausatmend nach oben aufrichten. Einatmen und rolling like a ball, aufrichten. Mobilisation der Wirbelsäule. Halte dann unten, egal wie du runterkommst, komm nach unten und stell die Füße nacheinander auf. Darfst dein Becken heben und die Rolle unter dein Kreuzbein legen. Kreuzbein ist so der Übergang von Gesäß zum Rücken, sodass du bequem liegst. Die Arme dürfen neben den Körper. Und dann holst du nacheinander deine Knie nach oben. Darfst einmal nach rechts und links wackeln. Ist ganz angenehm. Es entspannt den unteren Rücken. Dann fasst du dein rechtes Knie ganz knapp unterhalb und dein linkes Bein streckst du nach diagonal vorne. Ausatmen, wechseln. Ausatmen, wechseln. Und immer wenn du jetzt ausatmest, federst du zweimal mit dem Bein tief. Schau mal, dass du dich hier hältst. Federn, federn. Powerhouse aktiv, Bauchnabel bleibt innen. Zweimal tief. Puh. Puh.
Die letzten Male noch. Und dann bleibst du noch einmal in der Mitte. Beine ranziehen, zur Decke schieben, ausatmen. Spür die Dehnung in der Rückseite. Einatmen, beugen. Ausatmen, nach oben schieben. Einatmen, beugen. Endspurt. Versuch jetzt beide Beine oben zu halten und beide Beine ein Stück öffnen, ausatmen. Über unten holst du deine Knie wieder ran. Zwei kleine Halbkreise. Wenn es nicht geht, lässt du deine Knie gebeugt, dann funktioniert es auch. Jetzt stärken wir unsere Vorderseite. Also es geht alles mit langen oder kürzeren Beinen, gebeugten Knien. Bleib jetzt oben. Lass die Unterschenkel fallen. Und entspann dich. Kreuze dein rechtes Bein über dein linkes. Heb rücklings an und lass dich ganz locker von links nach rechts wackeln. Wirklich auf beide Seiten. Zur Mitte. Natürlich auch die andere Seite kreuzen. Ganz locker nach rechts und links. Den unteren Rücken entspannen. Und wieder zur Mitte kommen. Füße aufstellen. Becken heben. Die Rolle nach vorne schieben. Und jetzt leg die Rolle in deine Kniekehlen und versuch völlig entspannt da zu liegen, fleißig. Schließ ruhig deine Augen, atme tief in den Bauch ein und aus und spür, wie flach dein Boden jetzt vielleicht auf dem Rücken, dein Rücken auf dem Boden liegt, wie entspannt dein Rücken sich anfühlt. Versuch tief in den Bauch ein- und auszuatmen. Eine ganz entspannende Atmung, die Bauchatmung. Wenn du Lust hast, dann kannst du gerne einfach noch liegen bleiben und auf Stopp drücken oder Pause. Eine ganz entspannende Lagerung auch für den unteren Rücken. Dann atmest du wieder ganz normal weiter. Nimmst ruhig deine Hände auch nach hinten. Streckst dich immer lang, rechts und links auseinanderziehen, räkeln, strecken. Ein Bein zu dir ranziehen, nochmal das andere Bein zu dir ranziehen. Ganz klein werden und auch nochmal hier auf dem Rücken rollen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, natürlich gerne ein Gefällt mir unten hinterlassen oder einen netten Kommentar. Vielleicht magst du mal unter dem Video auf den Pfeil klicken. Da findest du beim Mehr ansehen noch ein paar Informationen, die dich auch interessieren könnten. So wie meine Homepage. Vielleicht treffen wir uns mal irgendwo persönlich auf einem meiner Termine. Wenn du Lust hast, abonniere meinen Kanal. Ist kostenfrei. Dann kommst du immer mit, wenn ich wieder ein neues Video auf YouTube stelle. Wenn du die graue Glocke neben dem Abo-Button drückst, dann bekommst du meine E-Mail. Jetzt stell ein Bein auf, zieh dich mit dem anderen Bein nach oben,
Nimm die Rolle noch mal hier nach vorne. Setz dich auf, Fußsohlen an die Rolle und dich ganz gemütlich nach vorne hängen lassen. Kannst auch deine Hände zur Faust ballen und deine Stirn dann auf diese Fäuste legen oder dich noch tiefer hängen lassen. Dann kommst du mit dem nächsten Ausatmen nochmal hoch, drückst dich nach oben, schließt deine Beine, nimmst die Rolle ein Stück nach vorne, nimm die Füße zur Seite, komm auf deine Füße, noch nicht ganz aufstehen, lass den Kreislauf Zeit auch mitzukommen, versuch deine Hände unten zu lassen und jetzt kannst du deine Knie nochmal im Wechsel beugen und strecken. Dich da bewegen. Beug beide Knie, stütz dich ab auf die Oberschenkel und über deine Körpermitte rollst du dich ganz langsam zum Stehen. Bleibst nochmal ganz aufrecht stehen. Ich hoffe, es geht gut. Und ich hoffe, du spürst eine Stabilität jetzt in deinem ganzen Körper. Aufrichtung vor allem. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du gewachsen bist. Einfach mal hineinspüren. Vielleicht hast du auch das Gefühl, viel stabiler auf dem Boden zu stehen, oder? Atme nochmal ein, streck dich ganz lang und mit dem Ausatmen lässt du dich nach unten fallen. Nochmal einatmen, Länge. Und nochmal aus. Ganz locker. Ein und aus. Halte hier oben. Und jetzt zieh dich in alle Richtungen. Fasziendehnen heißt wirklich mal reinspüren, wo du dich gern noch hindehnen möchtest. Alle Richtungen sind richtig, es ist nichts verkehrt. Und dann öffnest du deine Arme, Brustbein heben, ausatmen, entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gut, bis zum Schluss durchgehalten. Perfekt. Wenn du Lust hast auf noch mehr solche Videos, dann geh doch wirklich mal auf meine Playlists auf meinem YouTube-Kanal. Findest du dich vielleicht noch besser zurecht. Playlist Pilates zum Beispiel oder Rolle, wenn du möchtest. Kannst du meine Arbeit wertschätzen? Das steht auch unten unter dem Video bei deiner Unterstützung. Da mit 2,50 Euro zum Beispiel oder 5 Euro freue ich mich, wenn noch ein paar dazukommen. Danke an die, die mich bereits unterstützen. Ihr macht es wirklich möglich, dass ich so viele Videos drehe. Oder ganz einfach, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.